Es ging einmal ein Mädchen mit seiner Mutter hinaus, um Beeren für seinen Vater zu sammeln, der schwer arbeitete. Doch der Wald war erfüllt von dunkler, kalter Stille. Die Beerenbüsche leer. Fest entschlossen, Beeren zu finden, riss sich das Kind von der Mutter los und verschwand zwischen den Bäumen. Die besorgten Rufe der Mutter verhallten schnell, als es über Stock und Stein immer tiefer in den Wald rannte. Etwas schien das Mädchen zu beobachten. Es erinnerte sich an die Gruselgeschichten seiner Mutter und Schauder liefen ihm über den Rücken. Da erschien der Fledermauskönig. Er grüßte sie herzlich und biss sich in den Flügel. »Komm, Kind, stille deinen Durst«, sagte er. Und so trank sie das dunkle, klebrige Blut und lächelte zufrieden. Ihr Weg führte sie durch einen Friedhof, als ein Sturm aufzog und die Luft zu Eis erstarren ließ. Das Kind fror in seinen dünnen Kleidern. Da erschien ein finsterer Weber, der ihr im Handumdrehen aus Nebel ein wunderschönes Kleid strickte. »Komm, Kind, wärme dich«, drängte er. So zog sie das Kleid über und lächelte zufrieden. In der Hoffnung, ein Boot würde sie nach Hause tragen, überquerte sie eine tiefe, unheilvolle See. Doch ihr schrecklicher Hunger beraubte sie all ihrer Kraft. Da erschien der Fischkönig und bot ihr eine seiner Schuppen an. »Komm, Kind, iss nur!« Und so aß sie und lächelte ein weiteres Mal. Sie ging weiter und erreichte bald das finstere Herz des Waldes. Da erschien ein eisernes Ross mit einem prächtigen, goldenen Zahnrad. Die Kreatur schwieg still, als das Kind sich näherte und sich nahm, was es für ein weiteres Geschenk hielt. Das Pferd wurde wütend und rief die anderen Monster herbei. Das Mädchen erstarrte vor Angst, als sich ein Sturm über den Kreaturen erhob. Plötzlich erschien eine Hexe, finster und stolz. »Wir waren gütig, doch du wurdest gierig«, fauchte sie. »Nun gib, was uns zusteht.« Und so sperrte sie das Kind in einen Spiegel. Da. Sie schläft. Muss es so was Gruseliges sein? Sie ist erst 6 Monate alt. Die Frau im Laden meinte, es sei traditionell. Ein Volksmärchen. Und Rose scheint es nichts auszumachen. Weil sie es nicht versteht, zum Glück. Wir sind hergezogen, damit sie ohne all das aufwächst, weißt du noch? Ja, ich kann mich erinnern. Du bist einfach paranoid. Vergiss es. Tut mir leid. Aber ich bin nicht paranoid. Nur vorsichtig. Gut. Dann bring deine Tochter vorsichtig ins Bett. Ich mache uns Essen. Und somit willkommen, Freunde, zu Resident Evil. Alles gut, Rose. Was lernen wir daraus, wenn wir Pferden ein Zahnrad klauen? Das gibt nur Ärger. Frau ist leicht gereizt am Abend. Es kann also losgehen. Hast du was gesagt? Nichts. Ich bring sie ins Bett. Ich hab nichts gesagt. Hier ist die Küche. Ist auch toll, ne? Ich laufe jetzt hier rum und weiß gar nicht, wo sie schläft. Mir eine Schublade. Da ist nichts drin. Ich hab's ja gesagt. Dieses Buch ist noch nichts für dich. Genau, ist viel zu gruselig für dich. Boah, ich überlege, dass meine Mutter mir hätte mir so eine Gruselmärchen vorgelesen. Wurde ich jetzt wahrscheinlich toll gefunden. Das Badezimmer. Schminken muss die Kleine sich noch nicht. Was da, meine Kleine? Schickes Zimmer, ne? Ja, hat was so. Alles so ein bisschen auf alt getrimmt. Da wären wir, Süße.
Keine Sorge. Ich bin ganz in der Nähe. Papa lässt nicht zu, dass die bösen Monster dir was tun. Was? Keine Zudecke? Was ist denn da los? Sehr schön. Okay, Kind schläft. Gehen wir mal runter. Wahrscheinlich ist die Mama jetzt verschwunden. Wir können ja mal ins Badezimmer gucken, vielleicht hier schon was Sinnvolles rum. Mir ist Medizin. Seit dem Vorfall, was? Muss sie an eine strikte Diät halten. Das sagt man mir auch immer, ja. Dass ich mich an eine strikte Diät halten soll. Noch gleich husten. Oh, sie ist noch da. Schläft sie? Ja, sie schläft wie ein Baby. Ah. Hm, riecht gut. Was gibt's denn? Hey, Finger weg. Das ist Chorba de Legume, ein regionales Gericht. Wow, du lebst dich richtig gut ein, hä? Hm? Und regionaler Wein. Aber bei deiner Laune solltest du vielleicht besser drauf verzichten. Du musst wirklich aufhören, dich zu sorgen. Naja, das in Louisiana, die Schwangerschaft, der Umzug dann Chris, die Militärausbildung, es ging alles viel zu schnell. Na, immerhin sind wir alle hier. Du, ich, Rose... Jetzt wird schon alles wieder... Ernsthaft? Du denkst, wir können Louisiana einfach vergessen? Das ist schon so lange her. Ich verstehe einfach nicht, wieso du so... Mia, runter! Mia! Eieiei, was geht denn da ab? Ich hoffe, das haben wir jetzt nur geträumt. Mir. Oh, ich glaube, das hat sie auf jeden Fall nicht überlebt. Oh, da juckt mir gleich das Auge. Chris? Was zum Teufel? Tut mir leid, Ethan. Nein! Was? Warum? Hm. Los, Bewegung! Sauber! Rose, was macht ihr mit meiner Tochter? Objekt gesichert, Sir. Ach, die nennen das Kind Objekt. Nimm die Finger weg von ihr! Ethan, Alter, wie übel sind die denn? Rose! Schaff den hier raus. Krass, das muss man erstmal verdauen. Frau tot, Kind weg. Ah, war doch nur ein Albtraum, ja? Hallo? Hallo, Mr. Winters. Rose Testergebnisse sind da und ich würde sie gern mit Ihnen besprechen. Passt es am Donnerstag um 4? Das passt. Bis dann. Die Ärztin hat die Ergebnisse. Hey, denk positiv. Hm? Hatten wir doch besprochen. Ich weiß. Wir sprechen kaum über was anderes. Zum 100. Mal. Es ist nicht Rose, um die ich mich sorge. Worum sorgst du dich denn dann? Mia, mit ihr ist alles in Ordnung. Das weiß ich einfach. Darum geht's doch. Nein, um uns geht es. Um dich geht es. Du willst einfach... Mia, was redest du denn da? Verheimlichst du mir irgendwas? Komm schon, red mit mir. Mist. Da muss ich rangehen. Immer diese Zickereien in Beziehungen. Grausam.
Liegen wir da schon wieder und wachen nochmal auf? Ja. Oh Mann. Wir brauchen Zeit. Wie ist Ihr Status? Ist das Objekt gesichert? Wovon reden Sie? Wo ist Chris Redfield? Und Rose? Sie ist da. Das ist ein sicherer Kanal. Vorab. Oh, fuck. Ich würde sagen, Chris Redfield liegt da rechts neben ihm, oder? Wo er das Handy weggenommen hat. Was ist passiert? Alter, und keine Handschuhe an. Und es ist wieder schweinekalt. Ja, aber irgendwie mussten sie auch erklären, wie er in diese Schneelandschaft kommt. Uiuiui, da friert man ja gleichzeitig Mitte hier. Ja. Noch dunkler hätten sie es nicht machen können, ne? Jetzt am Zaun angekommen. Boah, Stacheldraht. Das tut gut. Wenn wir die Schmerzen nachlassen. Irgendwas bewegt sich hier. X. Hinter mir hört sich das an nach einem Werwolf oder so. Aber da wir noch keine Waffe haben, gehe ich mal davon aus, dass wir uns noch nicht wehren können. Deswegen tue ich mal so, als wenn ich den nicht sehe und nicht höre. Schön ist es, in der Dunkelheit zu sein, sagt das Kleine zum Stachelschwein. Oh Mensch, krabbel weiter, da keine Zeit zum Denken hier. No. Oh, hier ist eine Brücke. Kann man kaum erkennen, weil es so dunkel ist. Wir sind auf jeden Fall hier irgendwo im Finsterwald, also in so einem dunklen Wald. Okay, hier ist Holzbrett. Ja, irgendwie ein Eingang oder so. Okay. Jetzt sind wir in so einer alten, schönen, dunklen Hütte. Ah. Da ist ein alter Strick rum. Ey, wir haben eine Heldentat vollbracht. Wir haben einen tropfenden Wasserhahn wieder. Nicht tropfsicher gemacht. Oder so ähnlich. Wir haben das Tropfen abgestellt. Schon eine Taschenlampe? Nee, ne? Eigentlich haben... Oh, eigentlich gar nichts. Außer Angst und Kälte und irgendwas hinter uns. Wozu haben wir diesen Schrank jetzt hier aufgemacht? Ganz toll. Super Ausbeute. Drin.
Geht's in den Keller, okay? Ich hoffe, wir kommen bald mal wieder in hellere Gefilde. Es ist ja grausam, hier wird ja immer dunkler. So, drehen, okay. Aus wie so ein Jesusbild oder so. Aber keine Erkenntnis, also wir könnten zwar ein Bild irgendwem erschlagen, aber... Ja, was ist denn da runtergefallen? Ih, da klebt sogar noch Blut. Oh. Ey, hör mal, zick, zick, zick. Ich glaube, der Paus guckt heute gar nicht zu, der Lümmel. Doch die Welt über mich zusammen. Alter, das ist ja wirklich arschfinster hier unten. Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Ich hoffe ja, ich kriege jetzt einen übergebraten und dann wird es endlich mal heller hier. Also es war keine gute Idee, in den Keller zu gehen. Okay. Geht's aber auch nicht weiter, oder? Doch, wir kommen unter durch. Ah, sehr schön. Ah, Blut. Ih. Wie ist das passiert? Ah! Helligkeit. Naja, so leicht dämmerig. Jedenfalls sind wir draußen. Ich weiß zwar nicht wie, weil die halbe Hütte zusammengekracht ist. Wo zum Teufel bin ich? Ja, im Harz auf jeden Fall nicht. Auch wenn es so aussieht. Oha. Lecker Pferdefleisch. Kannst ein paar schöne Rouladen draus machen. Vielleicht sind sie unterwegs. Ja, der Typ neigte mal dazu, sich das alles so schön zu reden. Ach, dieses Schloss lässt sich leicht zu knacken. Ah, alles klar. Ist ja quasi aus der Demo die Hütte. Die sah aber in der Demo noch heile aus. Okay, im Originalspiel sieht es ein bisschen anders aus, aber macht ja durchaus was Sinn. Ist ihm eine Leiche weggeschleift worden. Ja, natürlich. Oh, da laufen schon welche rum. Wir haben keine Waffe und nichts irgendwie. So. Es ist wie in so einem klassischen Horrorfilm. Ne? Hier laufen irgendwelche Viecher rum. Und anstatt abzuhauen, renne ich natürlich genau dahin, wo die Viecher sind. Das kenne ich ja auch aus der Demo, da hat doch einer die ganzen, ja, die ganzen Hebel geklaut irgendwie für den Brunnen. Mensch, ich brauch doch nur eine kleine Waffe, eine kleine Pistole, ein Messer oder irgendwas. Zahnstocher, Wattestäbchen. Irgendwas, wo ich mich mit wehren kann. Ich
steht da, do not enter. Oh, gruselig, da gehe ich natürlich nicht rein. Aber versuchen tue ich es trotzdem. Zutritt verboten, tolle Übersetzung. So, hier geht es ja auch nicht weiter. Oha. Ach, hier ist das schöne Scheißhaus. Ja. Besetzt, da sitzt schon wer. Okay, wir wollen jetzt auch keinen Haufen machen, sondern wir suchen immer noch nach einer Waffe. Noch da, aber ich glaube, von dir kommt die Musik. Was ist das denn? Lecker. Schafskopf. Ja, wenn das weiter so geht und ich keine Waffe finde, dann kann ich hier irgendwelche Werwölfe oder Zombies mit Schneebällen abwerfen, die damit töten. Hausbesitzer vermisst, bis auf weiteres kein Zutritt. Ja, toll. Nö. Zum Hühnerstall dürfen wir auch nicht. Ich verstehe, es ist immer arschdunkel hier. Ein Messer. Also es ist immer arschdunkel und anstatt, dass er sich mal hier so eine Laterne nimmt. Der will doch nicht wirklich, wenn jetzt hier irgendwelche Werwölfe rumlaufen, die er mit einem Messer massakriere. Sind sie einfach weggelaufen? So, weil das Essen da noch so steht, als könnte man es noch genießen, oder... Nicht schießen! Wer sind Sie? Wer schickt Sie? Niemand. Wir hatten einen Unfall mit dem Auto und... Psst. Was ist los? Oh geil, dass er auf mich geschossen hat, mich nicht getroffen hat. Also beschützen kann der mich auch nicht. Wer kommt? Was war das? Ihre Waffe... Was? Sie haben doch sicher eine Waffe. Nein, wozu denn? Nehmen Sie die. Nehmen Sie. Oh, eine Pistole. Ist ja sehr schön. Was ist denn da draußen? Hey, haben Sie gehört? Hey! Ah, toller Kamerad und ja. Ja, natürlich klar, ich bleib jetzt hier über. Lecker Blutsuppe. Oh, shit. Schon wieder dunkel. Hat denn die Taschenlampe auf einmal her? Ja, lebendig ist er nicht mehr. Noch mehr? Verdammte. Also mal ganz ehrlich, wenn ich so eine Leiche sehen würde, ne? Und die Kopf über da. Mit dem Kopf nach unten, dann nehme ich dann den Kopf und guck mir noch den Kopf an. Das Gesicht. Also ist ja. Oh, da ist irgendwas. Ja. Shit!
Alter. Da hat er doch mal Scheiße, lecker unsere Hand abgebissen. Nein! Junge, du hast eine Waffe. Ich will schießen. Hey, Space blocken, ich hab geblockt. Hey, komm, Bro, lass mich nicht im Stich hier. So, komm, nachladen, ganz wichtig. Zum Teufel. So, er hatte uns hier Hand abgebissen. So, wie sieht meine Hand jetzt aus? Oh, übel. Ah, ein Bolzenschneider, sehr gut. Den kann man immer gebrauchen. Ja, und da wichtig ist, die Knoblauchkette für Lady Dracula könnten wir auch mal mitnehmen. Weil jetzt haben wir ja nochmal so eine kleine Klimperpistole gegen solche Gegner. Und, ey, ich habe einen Bolzenschneider. Da wäre ich ja bei Praktika wäre ich ja der King gewesen. Ja, warte mal. Es geht mir zu schnell raus hier. Sollte doch mal alles durchsuchen. Ah, siehste? Siehste? Chemikalien, sehr gut. Da können wir uns irgendwie schön was zurecht mixen. Schön, ein paar schöne Äpfel, so. Hätte ich auch gefeiert. Okay, das schöne Kraut. Resident Evil-like. So. Sehr gut. Mehr können wir momentan nicht herstellen. So, looten sein Urgroßvater. Wenn hier jetzt irgendwas rumliegt, sammeln wir das natürlich ein. Aber wenn wir nichts mehr finden, dann gehen wir jetzt hier mal raus. Jo. Familienfoto, genau. Ich mach mit dem Familienfoto die Kette auf. Ist natürlich ein bisschen komisch. Ich meine, der hat die Hand abgebissen, das hat geblutet, da fehlt ein Stück. Wir müssen uns hier nicht die Hand verbinden, also. Da wird schon wieder einer reingeschleift. Mensch, die Werwölfe, die snacken aber auch die Leute hier weg. Gerne hier lang gehen, aber nichts passiert, ja. Was soll da auch passieren, ey? Wir sind hier mitten im Horror-Game. Dann ist da ein Radio. Na toll. Hm, lecker. Ich glaube nicht, dass die Werwölfe hier irgendwie Radio hören. Eingänge können mit Schränken blockiert werden. Ah, halten. Das ist ja schön, jetzt haben wir das blockiert, okay. Dann kommt da keiner rein. Ah, geil, ja, super Treppe. Ich glaube, hier muss mal dringend renoviert werden. Chemikalie. Alter! Oh. Finger weg von meiner Munition. Ich glaube, es hackt. Oh. Dachte, ich könnte jetzt fliehen, abhauen. Nö. Nee. Da kommt keiner reingekrabbelt. Von wo kommen sie? Von wo? Hallo? Ah.
Rostige Reste. Alter, ist das eine Geräuschkulisse. Scheiß mir ja gleich in die Hosen, ne? Ja, wir haben rostige Reste gefunden. Genau. Knabber mal schön an mir rum hier. Ich hoffe, die habe ich jetzt nicht verschwendet. Ist es vorbei? Hallo. Wenn noch irgendjemand überlebt hat, komm zu mir. Zu Luisas Haus, oben beim Acker. Überlebt? Wenn noch irgendwer überlebt hat, kommt zu mir. Das ist so, als wenn du abends bei RTL irgendeinen Film guckst und es ist gerade spannend und dann kommt die Werbung 0800, ruf mich an. Jawohl, wahrscheinlich. Also, als wenn mich jetzt hier irgendeine Radiobotschaft interessieren würde. Ich glaube, es hackt. An der anderen Seite verschlossen, ey. Bin ich eigentlich auch ganz froh. Nachladen müssen wir nicht. Wir brauchen aber auf jeden Fall wieder Munition. Mal, können wir noch mal was herstellen? Ne, da fehlt was. Shit. Bin nichts herstellen und haben noch 7 Schuss. Ja, hurra, ey. Shit. Verdammt. Verschlossen, hurra. Ich glaube, ich müsste hier Scheiße. Langsam mal weg. Alter. Jetzt haben wir ein Problem, Leute. War das mit dem Messer? Genau, ja, mal schön Space blocken, ja. Soll ich die jetzt mit dem Messer hier killen, oder was? Alter, das schaffe ich doch nie, ey. Ja, da muss ich ja selber schon weg hier. Ah, Mann, die sehen aber auch hässlich aus, ey. Los, komm, nimm das. Nee. Mann, wie kann man so hässlich sein? Hässlich und dann noch bissig, ey. Lol. Ich hab hier mein Schweizer Taschenmesser. Schießpulver, ja, hurra! Als wenn ich mir jetzt bei den Angriffen noch was mixe. Los, komm. Jetzt stirb endlich. Fall um. Oh, dieses Heslon, ey. Los. Oh, das, der ist auch tot. Ah, wie, Alter, wie viel kommen denn da noch? Das gibt's doch gar nicht. Wir sollen das machen. Irgendwie muss ich hier doch bestimmt weg, oder? Ah. Los, lauf weg hier. Alter, King Kong ist auch da. Ja, das war's doch gleich.
Muss auf jeden Fall, kann ich mir vorstellen, vor dem fliehen. Weiß nur noch nicht wohin. Alter, da haben sie aber auch eins zurechtgebaut hier. Ich mit meinem kleinen Schweizer Taschenmesser soll jetzt hier rumlaufen oder was? Alter! Schießpulver, du mit deinem Schießpulver, ja. Ja, geil. Oh Mann, ey, wie greifen diese hässlichen Viecher an? Und dann kommen sie hier noch mit so einem fetten Wolf. Alter, hört auf an mir rumzuknabbern hier, Mann! Ja, gleich, langsam reicht's aber. Aber ich glaube, das soll so sein. Ich habe gar keine Möglichkeit. Ja, jetzt haben die noch Pferde. Putz dir mal die Zähne, du Bastard. Okay, dann weiß ich aber, ich habe nichts falsch gemacht. Der hat auch schon lange keinen Rasierer mehr gesehen. Ja, der hat doch in dem Spiel den Job verloren und spielt ja bei King Kong jetzt mit. Heftiger Scheiß, heftig, heftig. Boah, die Hand sieht aber auch aus, als hätte da mal einer dran rumgeknabbert. Ja, genau, so. Mal einen kleinen Verband irgendwie aus der Tasche gezaubert. Halt! Warten! Okay, ich glaube, die Alte mir den Arsch gerettet. So, wir gucken jetzt hier nochmal. Ob wir noch irgendwas übersehen haben. Hier muss ja irgendwo noch was rumliegen, ne? Da lag da vorne auch noch irgendwie Schießpulver oder so rum. Ich glaube, hier war das, ne? Hier hat doch der eine, der gestorben ist, was gedroppt. Dem Game sollte man nichts liegen lassen. Was denn? Okay. Dann gehen wir mal da lang, wo die alte ist. Falls wir hier nichts mehr finden. Energie sieht aber echt übel aus. Ich würde sagen, stellen wir erste Hilfe her. Jetzt auch schon besser. Munition, 15 Schuss, okay. Einsammeln wäre mir ein bisschen lieber, muss ich sagen. Also das ist ja... Naja. Dübel, übel, sprach der Dübel und verschwand in der Wand. Ey, Baba Yaga, warte mal, ich komme. Im Leben wie im Tod preisen wir. Hallo? Es ist gefährlich, hier draußen. Ja. Was zum... Hey, hören Sie mich? Ja, Sie sind es, der Vater des Kindes. Kind?
Moment, meinen Sie Rose? Ist sie hier? Rose! Rose! Ja, sie ist in großer Gefahr. Seit Mutter Miranda sie ins Dorf brachte, macht Finsternis sich breit. Was meinen Sie? Die Monster? Irgendwie hauen die alle ab, ne? Erst greifen mich die Wölfe an. Gefahr. Sie die hauen kommen. Ab, jetzt haut die Hexe ab. Nein. Halt! Wo ist Rose? Wer ist Mutter Miranda? Das Läuten ist unser Zeichen. Sie kommen zurück! Hurra! Ja, ich kann das auch. Mensch, mach die Tür auf hier. So. Toll. Jetzt hängen wir hier. Okay, das können wir jetzt aus der Demo. Ich hoffe, das ist auch so ähnlich wie in der Demo. Oh, schöne Kerzen. So, oh große Lykan, sagenhafte Wolfsmonster von 1. Möget ihr kommen und uns unser Fleisch nehmen. Möget ihr kommen und uns bei lebendigem Leibe zerreißen. Nein, möget ihr nicht. Denn ich habe eine wunderschöne Waffe. Eine sehr schöne Waffe. Dieses Schloss ließe sich leicht knacken. Unglaublich. Das wollte ich schon in der Demo knacken und habe es nicht hinbekommen. Ja, jede Ecke absuchen. Es könnte überall irgendwo was liegen. Haben wir wohl kein Glück. Ah, jetzt haben wir auch eine Karte. Alles klar. Ist doch sehr schön. Diese Karte zeigt im Ja. Das ärgert mich immer ein bisschen, dass die Texte so schnell ausgeblendet werden. Unbekanntes Gebiet wird durchsucht, vollständig erkundet. Okay. Sehr gut. Warum man eine Karte auf V legt und nicht auf M wie Map, schließt sich mir nicht. Okay. So, die Tür war in der Demo zu. Ja, ist ja auch so. Kiespulver. War das eben? Da. Wie viel brauche ich nur eigentlich, um jetzt noch was herzustellen? Zweimal Schießpulver und zweimal rostige Reste. So, die Tür war eigentlich auch zu. Ja. Auch nichts getan. Das ist genauso. Da fehlt auch was. Ja, das haben sie 1:1 übernommen. Die rostigen Reste gab es auch schon in der Demo-Version. Tür ist genauso zu. War gut. Hier hat uns mal in der Demo-Version was angeblinkt, genau. Hier kann man nämlich, genau, hier kann man was freischießen. Kristallfragmente. Aha, ich bin gut. Ich habe mich in der Demo gedacht, warum blinzelt mir denn dieses Vieh zu? So, und jetzt wird es interessant, genau. Wir opfern diese Wächterziegen, um zum Schutz des Dorfes und seiner Bewohner. Wer sie zerstört, dem möge der Zorn der Mutter Mirandas ereilen. Da mir so und so mal ständig einer irgendwie an die Karre pinkelt, zerstören wir die mal. Mal gucken, was Miranda so macht. Mal gut, dass es nicht Mirinda ist. Alte Brause. Genau, das war in der Demo auch zu. Das ist auch wie in der Demo. Aber es kann sein, dass hier noch ein bisschen mehr was versteckt ist, was Munition und so angeht. Oder... Kraut. Ja, Kraut und Rüben. So sieht das hier aus. Ich muss schon was herstellen. Ich bin ja immer so der Herstellungswillige. Ja, wir haben Arzneimittel hergestellt. Genau, da müssen wir dann was... Zwei schöne Steine einsetzen.
Wir müssen jetzt den ersten Stein sogar finden, bin ich der Meinung. Ja, genau. Sehr schön. Sollte Unglück über das Dorf hereinbrechen, finde die zweite Reliefsfragmente. Eines in der Kirche, eines bei Lucias Haus. Okay, das ist ja kein Ding. Da wissen wir ja Bescheid. Ach, die Schrotflinte ist diesmal hier. Gut. Ja, wahrscheinlich ist das auch wieder so, dass ich da zwei Schuss habe oder so. Ah, die schöne Schreibmaschine aus Resident Evil. Legendär. Genau, hier ist der Hinterausgang. Den habe ich letztes Mal gar nicht genommen. Ich bin wieder vorne raus. Und dann bin ich einmal rumgelaufen ums Haus. Liegt hier noch was? Man kann hier wirklich alles gebrauchen. So, das ist ja jetzt auch interessant. Hier war eigentlich ursprünglich das Gewehr drin. Ah. Eine Mine, okay. Die gab es in der Demo auf dem PC nicht, aber ich habe die auf jeden Fall... Pistolenmunition. Die aber auf jeden Fall auf der PlayStation-Demo gesehen. Hier stand sogar in der Demo, man könnte die Säcke irgendwie benutzen, um irgendwie mit Mehl streuen oder so. So, der läuft jetzt da hinten lang. Bin nämlich am überlegen, ob wir weglaufen, die Hütte, den da reinlocken und dann das Regal davor schieben und dann... Besser als Munition zu verschwenden. Gucken wir mal, ob das geht. Ob wir die da hinlocken können. Natürlich ein bisschen Ruhe bewahren. Ja, komm. Sehr gut rein da. Ruhe bewahren und F. Genau. Ja, das ist viel besser, als wenn die offen auf uns rumhauen. So. Ja, zeigt euer hässliches Gesicht. Shit. Der hinter mir ist auch eingedrungen. Los, mach dich weg hier. Da keine Zeit für irgendwelche Spielchen. Ja, genau. Weißt du, ich halte die Knarre genau auf den Kopf und es gibt keinen Headshot oder was. Aber es hat mir schon Vorteil verbracht, dass ich hier in der Hütte bin. Siehst du, sehr gut. Und da habe ich noch nicht mal gezielt. Alter! Sieht denn Gesundheit aus? Geht so. Ging mir schon mal besser. Ja, rostige Reste. Auf jeden Fall Munition herstellen. Chemikalien. Und eine Mine haben wir auch. Okay. Muss ich mal schauen, wie ich die dann einsetze. So,
Die Mine kann ich aufwerfen. Okay. Wir bleiben erstmal bei der Pistole. Die sollten ja hier auch langsam weg sein, ne? Genau, Schießpulver, ganz wichtig. In der Demo habe ich hier auch noch gar nicht alles abgesucht, glaube ich. Genau, hier lagen auch noch rostige Reste. Das hatte ich auch schon mal. Das ist sehr schön. So. Hier war auch nichts. Ne. Okay. Gucken, aber es kann sein, dass nochmal Werwölfe kommen. Oh, bloß weg hier. Ja, die große Frage immer, warum haben Werwölfe keinen Friseur? Ganz einfach, damit sie mir auf den Sack gehen können. War in der Demo auch schon so. Ja. Jetzt habe ich 10-mal das Wort Demo gesagt. Ist doch wunderschön, oder? Immer mal in die Hütte rein. Ich, Leute, die warten auf uns. Schließen Sie die Tür. Bitte. Hey. Endlich Menschen. Was machst du hier? Stehen bleiben. Bitte. Tun Sie uns nichts. Oh. Keine Sorge. Ich tue Ihnen nichts. Bin ich froh, normale Menschen zu treffen. Sind hier noch andere Überlebende? Nein. Sie sind alle bei Luisa. Aber sie antwortet nicht und das Tor ist verschlossen. Sei still. Er ist keiner von uns. Sagte der mit dem Rambo-Messer. Sehr beeindruckend. Hier sind wir ein leichtes Ziel. Kann er laufen? Nein. Ein Monster hat ihn verletzt. Er hat viel Blut verloren. Wir müssen in Luisas Haus. Psst, leise. Nee, wir müssen ihn eigentlich umbringen. Ich finde schon einen Weg. Bleibt hier. Seid leise und bewegt euch nicht, bis ich das Tor öffne. Schlimm ist, dass der Typ ja infiziert ist. Oh, den nehmen wir noch mit ins Haus, Hurra. Hier liegt auch nichts Schönes rum irgendwie, ne? Hier ist nochmal so eine feine Kiste. Blindenmunition, ja, das ist schon mal nice. 3 Schuss aber nur, ey, das ist... Irgendwas fehlt, ja, da fehlt ja ständig irgendwas. Schießpulver. So, hier ist nochmal ein schönes Klo. Auf dem Klo Chemikalien, ne? Ja, warum nicht, ne? Aber es saß auf jeden Fall kein... Werwolf drauf und hat einen Haufen gemacht. Okay, hier haben wir das. Ah, das kann nicht verwendet werden, das ist klar. Ach, da bekommen wir ja später noch einen Schraubendreher für, genau. Kommt! Alles gut. Los, schnell. Das ärgert mich so, aber okay, die Geschichte muss ja weitergehen. Wurde aber auch Zeit. Ja, ja, laber du, Mann. Lappen, ey, weißt du, lässt sich da von so einem Monster anknabbern, ist halb tot und geht uns hier noch einen Pinsel. Ich kann froh sein, dass ich ihm geholfen habe, anstatt mal Danke zu sagen. Helfen zu lassen. Tut mir leid. Hier sind wir sicher, oder? Sicherer als da draußen auf jeden Fall. Wenn er sich nicht helfen lässt, muss er in den Arsch gehen, ganz einfach. Vielleicht sagen, was hier los ist? All das ergibt keinen Sinn. Mutter Miranda hat uns immer beschützt, aber... Niemand antwortet. Na los. Vater? Helft mir. Ja, der ist aber wirklich ziemlich zerstört. Ja, ich klopfe hier schon. Hallo? Jemand da? Warte, lass mich versuchen. Luisa! Mach auf, ich bin's, Elena! Das feiere ich ja ein bisschen, ne? Wie der Gewehrlauf so rauskommt. Die Monster hören dich noch. Julian, beruhige dich. Wer ist das? Mein Freund! Hau ab! Vater,
Um Himmels Willen, lass uns rein! Nein, sie riechen das Blut, es ist zu gefährlich! Mein Vater stirbt hier draußen! Ist nicht mein Problem! Was ist hier los? Die wollen, dass wir einen Sterbenden in unser Haus lassen! Hör schon auf, die sind unsere Freunde! Na los, rein mit euch, kommt, hier lang! So wieder typisch Menschen, ne? Da knabbern uns die Zombies hinten am Arsch. Nein. Und dann rumzicken. Julian, mach dich nützlich und geh dich umsehen. Genau, Julian, verpiss dich. Ich sagte, geh! Los, hau ab. Ja, ich hab dich auch im Blick. Tja, wenn Elena dir vertraut, dann tu ich es auch. Komm rein, Ethan. Danke. Bei der Dame kann man ja mal ein kleines Lächeln aufsetzen. Warte hier, ich sehe nach den anderen. Okay, ich gucke mal, wie das natürlich so ist. Ich kenne euch nicht, aber ich plündere euch trotzdem. Luisa, Sie haben schon wieder Vieh gerissen. Wenn das so weitergeht, überleben wir diesen Winter nicht. Ernest haben wir auch noch nicht gefunden. Er ist wie vom Erdboden verschluckt. Hat Mutter Miranda sich von uns abgewandt? Man vermutet, ne? Oh toll, ich habe Langeweile und kann jetzt hier im Fotobuch angucken. Hier lang. Ja, eigentlich nichts Spannendes, ne? Ich habe mich letztes Mal schon gefragt, warum wir das überhaupt aufmachen sollen. Okay. Also ein kleines Gimmick. Die abgespeichert ist schon. Auf jeden Fall stabile Hütte. Komm rein, die anderen warten. Wer zum Teufel ist das? Ein Fremder? Du bringst uns doch alle um! Anton, bitte! Oh, doch so ein Gestörter. Wir hätten es auch ohne ihn geschafft. Komm, Ethan, setz dich. Sind das alle Überlebenden? Aus dem ganzen Dorf? Alle Überlebenden? Alle Überlebenden? Niemand hat überlebt! Aber bist du niemand oder was? Krüppel? Labert der denn da? Ein dummes, heulendes Weib? Oh. Und du? Du schleifst einfach so einen Verwundeten und einen Fremden hier rein? Und glaubst, es wäre sicher? Von wegen sicher! Jeder Einzelne da draußen wurde in Stücke gerissen! Und du bist am Saufen, du Sack. Den würde ich am liebsten ein paar geben, ganz ehrlich. Aber wir dürfen ja nicht. Morgen sind wir alle hier tot. Genau wie ihr blöder Ehemann. Stopf dir das Maul, Roxana! Das heißt, oh, jetzt reicht's aber wirklich. Dieses Haus gab meiner Familie generationenlang Schutz. Betrunken oder nicht, ihr seid alle willkommen und sicher hier. Ja, klar. Sagt mir bitte jemand mal, was hier eigentlich los ist. Wir wissen es nicht. Wir waren eine friedliche, fromme Gemeinde. Und dann kamen plötzlich Monster und griffen uns an. Ja. Und sie kamen wieder. Warte, Luisa. Und wo ist eigentlich dein Mann? Ist er... Nein, nein. Er ist draußen. Irgendwo. Er geht Hilfe holen. Ja, das macht er. Er geht Hilfe holen. Beten wir für ihn, für uns alle. Ja, kommt. Kommt her. Ja, betet. O Allmächtige, hört unsere Stimme, vereint in Demut vor euch. Wir ersuchen euch, aus den unendlichen Tiefen uns dem Schicksal zu übergeben. Im Angesicht des Mondes in dunkler Nacht erbringen wir unser Opfer in Erwartung des erlösenden Lichts. Im Leben wie im Tod preisen wir euch, Mutter Miranda. Gut. Jessica, ich habe gerade deine Nachricht gelesen. Ich gehe mal davon aus, dass das daran liegt, dass ich in 2560 mal 1440 streame. Also in WQHD. Und die PlayZ 4 kann das, glaube ich, nicht. Die kann nur Full HD. Daher die Probleme mit der Auflösung, deswegen Black Screen. Und ich hoffe, sie gab ihr Schutz.
wie sie uns beschützt. Alter, der hat aber auch ein Rambo-Messer hier, ne? Ah, ich wusste es doch. Was habe ich vorhin gesagt? Er ist verletzt, infiziert. Ja. Vater! Elena, nein! Nein, lass mich los! Nein! Wir müssen weg! Wie konnten wir den nur retten, ey? Ich hab mich in der Demo schon geärgert. Lass ihn los! Ja gut. Elena? Ich sagte aufhören! Jawohl, endlich mal jemand, der mir hier hilft. Ja, toll, die Hütte brennt ab. Jetzt sind wirklich nicht alle leid, tot. Vater. Das ist super, ey. Hey, das war nicht mehr dein Vater. Es war das Richtige. Elena. Ja. Elena, nicht. Du kannst nichts tun. Vater! Das ganze Gebäude bricht zusammen. Genau so, Hütte dicht. Du hättest nichts tun können. Er war bereits tot. Lass mich in Frieden. Nein, ich bring uns hier raus. Uns beide. Alter, heftig, heftig, ey. Mann, Mann, Mann. Wir müssen hier raus. Ja, aber erstmal müssen wir wieder einsammeln, ne? Wir brauchen hier Waffen, Munition. All diese ganzen schönen Sachen. Boah, ich hasse Schubladen, die aufgehen, aber wo nichts drin ist. Da hinten blitzt irgendwas. Habe ich noch was gesehen zum Einsammeln? Ah, warum mache ich das denn? Ah, ich verschwende ja gerade Energie. Und ich wollte mich doch ducken. Ah, widerlich. Ein Verhalten, das müsste eigentlich bestraft werden. So, falls nötig, nimm dir den Schraubenzieher. Okay. Das ist im Originalgame jetzt genauso wie in der Demo. Die Schrift verschwindet einfach zu schnell. So, untersuche das Objekt. Genau, da ist der Schraubendreher. Sehr gut. Brauchen wir, der ist wichtig. Das ist noch eine Schublade. War auch wieder nichts drin. Noch eine Schublade, ist auch nichts drin. Mensch, wie wär's mal mit ein bisschen Munition? Ey, seid doch mal ein bisschen gnädiger in solchen Games. Ah. Blindenmunition. Ja, genau, er nimmt gleich die Mine. Fünf Schuss, okay. Fünf Schuss sind ja schon mal besser als drei, auf jeden Fall. Den Brief haben wir schon gelesen, da ist auch nichts mehr. So. Hier war auch nichts Schönes, ne, weil... Ich hasse das immer, wenn ich so eine Spiele verlasse und habe da nicht alles abgesucht oder alles eingesammelt. Mist, das Feuer breitet sich aus. So, Autoschlüssel auf jeden Fall. Wir müssen da raus aus der Hütte. Bleibt uns nichts anderes übrig. Was hast du vor? Geh rüber. Hiermit kommen wir raus. Das muss ich sagen, habe ich sehr gefeiert. Also es ist eine geile Idee, da einfach mal so durch die Mauer zu fahren, rauszukommen. Nicht schlecht. Ich versuch's nochmal. Das Feuer. Wir haben keine Zeit. Shit, ey. Jetzt breitet sich das auch noch aus. Dann eben nach oben. Ja, genau. Los, Superboy. Kletter nach oben. Komm auch. Vergiss die Dame nicht.
Ach, vergiss die Dame nicht. Genau, Imperativ, Befehlsform. Wir wollen schnell ja weiter. Sprache wahren. Durchhalten und atme nicht den Rauch ein. Ich weiß, aber danke. Nett von dir. Hoffentlich geht's deiner Familie gut. Ja, hoffentlich. Wenn wir herauskommen, stelle ich euch vor. Man ist so richtig angespannt. Man hat gar nicht die Möglichkeit, ihr mega freundlich zu sein. Ei. Komm, ein kleiner Fehltritt. Da. So kommen wir hier raus. Ah, super. Ein Glück. Aber was dann? Im Dorf sind immer noch diese Monster. Wir haben keine Chance. Es sind zu viele. Hey, sag doch sowas nicht. Wir finden ein Versteck für dich, bis ich meine Tochter finde. Ich glaube, sie könnte in dem Schloss sein. Nein, dort gibt es nichts außer Blut und Tod. Und ich wäre ganz allein, bist du... Vater? Oh, Elena, dass er das überlebt hat. Das ist nicht mehr dein Vater. Obwohl, es ja ein Zombie. Er hat mich erkannt. Vater! Du bringst dich noch um. Oh, Mann, Mädel. Nicht bewegen. Los, nimm meine Hand. Geh, Ethan. Rette deine Tochter. Elena, du schaffst das. Nimm meine Hand. Scheiße, nein. Ja, das hat mich beim... Das nervt mich ein bisschen, dass gerade so eine lieben Charaktere sterben. Dann einfach sterben. Und wenn man sich überlegt, ich komme in so ein Game rein und es sterben Leute, das ist einfach nicht fair. Kann es auch ein bisschen an mir liegen irgendwie, ne? Oder mich will hier einer psychisch unter Druck setzen. Also, schon eine harte Geschichte, darf man gar nicht so extrem drüber nachdenken. So. Ich versteh's nicht. Irgendwas muss doch... Hier gibt's nicht zum Einsammeln, ja, das ist ja... Was ja. Für ein Chaos. Bin ich aber cool gemacht, dass sie sich jetzt auch Gedanken darüber machen. Los. Ja, in dem Spiel Fuck. Selber, die Autoren, dass sie dem Charakter auch so ein bisschen Schuld geben, dass er denkt so, ich bin hier, überall Chaos, alles scheiße. Schon richtig. Richtig und wichtig, genau. Wir müssen jetzt, glaube ich, einen Schraubendreher anwenden. Ja. Steht zwar Schraubenzieher, aber jeder, der mit Handwerk zu tun hat, weiß, dass es ein Schraubendreher ist. Dämonenfragment. Genau. Jetzt müsste eigentlich beide Fragmente haben. Ach, draußen ist doch der. Hallo? Gucken, den sie rausgeschickt haben. Nicht! Mutter Miranda! Hey! Ah! Mutter Miranda hat geklärt, würde ich sagen. Der Typ ist auf jeden Fall tot. Was war das? Wir können ja hier nochmal kurz reingucken. Weil die sind ja beide hier aus der Ecke gekommen. Da konnten wir ja nicht gucken, weil die vorhin hier alle oder beide rumlagen. Aber ich glaube, hier ist nichts mehr. So, gucken wir mal. Die Vogelscheuche sieht auch aus wie Mutter Miranda, so ein bisschen, ne? Gucke hier noch mal ein bisschen rum, ob ich noch was finde. Muss nicht unbedingt sinnvoll sein, aber... Ich meine, alles, was wir finden können an Munition, an Schrott, an... was wir irgendwie herstellen können, ist doch nur noch super. Oh, da ist die Alte wieder. Aber die hat mir ja nichts getan. Ich finde es halt nur lustig. Da muss ich nochmal was zu sagen. Und zwar, als ich das erste Mal die Demo gespielt habe, die Alte gesehen und er sagt, Mutter, hier ist gefährlich. Da habe ich gesagt, ey, du bist hier irgendwo in der Wildnis. Es ist dunkel und da steht eine Frau mit Stock und zwei Totenköpfen. Wenn ich die sehen würde in echt, ich wäre weggelaufen, echt. Und ich gesagt, oh, ist aber gruselig hier. Du musst aufpassen.
Ja, du musst vor der Alten aufpassen. Die hat auch, die hat so faustdick hinter den Ohren. Der Tod, ja. Der Tod findet sie alle. Ja, er findet sie alle. Genau. Ja, okay. Ja, habe ich hier eigentlich schon mal geguckt? Oh, der juckt mir das doch gleich unterm Auge. Ist hier eigentlich auch... Ja, hier ist auch zu, ne? Ja, nee, da, wir haben keinen Schlüssel. Ja, okay, lass mal die Alte da mal so rumstehen. Und setzen hier mal die Fragmente an. Dämonenfragment. So. Nehmen wir das Ganze mal. Ich glaube, so passt schon, ne? Ja. Und dann hier. Jungfernfragment. So, das ist ziemlich einfach. Das finde ich auch cool gemacht, so mit der Seitenstrebe. Da kann man nichts verkehrt machen. Zack. So, und da war die Demo dann zu Ende. Blut und Tod. Na dann. So. Hier mal. Ne, wir kommen hier nicht rüber. Na, alles durchsuchen am besten. Ist hier irgendwas? Ne, hier geht's auch nicht weiter. Okay, da ist ein Gitter, da geht's auch nicht weiter, okay. Schade, ich dachte mal so, dass die Entwickler hier mal ein bisschen was verstecken können. Boah, ein Schrott oder Munition oder so. Oh, jetzt geht's ins Schloss. Das kann hier was werden. Wahrscheinlich kommt mir jetzt hier bald Hoibu entgegen. Das Schlossgespenst. Momentan ist es hier auf jeden Fall friedlicher als draußen. So, hier ist eine Tür. Jetzt könnte man aus der Tür gleich rausrennen, aber ich denke mal, wir hier erstmal. Scheint es auch nicht zu sein. Was ich ein bisschen schade finde, klar, Resident Evil lebt immer davon, dass man grüne Pflanzen futtert, aber warum kann man nicht auch mal alternativ so einen Apfel hier nehmen oder so, ne? Auch mal was alternativ sein. So, das sieht mir ziemlich... Sieh an, sieh an. Oh. Wer bist du denn? Hat tatsächlich einer überlebt. Du hältst wohl einiges aus. Hm. Sollte ich sie kennen? Oh, du bist nicht von hier. Umso besser. Alter. Du wirst Mutter Miranda. John Wayne. Oh, das tat weh. Das gibt Kopfschmerzen, der hilft nur noch Vivimed mit Koffein. Hör auf zu jammern, wir sind fast da. So, Freunde, und jetzt ärgere ich mich schon wieder, dass ich nicht durch die eine Tür gegangen bin, weil ich da vielleicht hätte noch was looten können. Oh, ärgere ich mich da. Komme ich doch nicht wieder zurück. Wer weiß, was da lag. Irgendwas Schönes. Ich kann doch gar nichts anfangen. Und meine Töchter bieten Fremden so gerne etwas Unterhaltung. Oh, welch schöne Stimme. Lass mich sehen. Du meinst. Schnauze alle beide! Ihr wollt doch bloß allein mit dem spielen. Wo bleibt da der Spaß? Lasst ihn mir. Und ihr kriegt eine Show, von der jeder was hat. Oh, wie langweilig. Noch eins von deinen kindischen Spielchen? Was zählt ist, dass er leidet und dafür garantiert. Ja, ja, du schneidest ihm in deinem Schloss den Schwanz ab und bla bla bla. Was? Das werde ich verhindern. Gut, ich habe euch Niemand gehört. Schneidet mir einen Schniepel Manche ab. Argumente waren weniger überzeugend als andere, aber ich habe mich entschieden. Heisenberg,
Ich überlasse ihn in deine Obhut. Mutter Miranda, ich bitte euch. Eisenbergischer Käfig. Zu unreif und euch nicht annähernd so ergeben wie Ui, gebt den Mann in meine Hände. Und auf jeden Fall. Ich komme, ich will. Halt deine Klappe und komm drüber weg, verdammt. Such dir woanders was zu essen. Halt den Mund, Kind. Jetzt reden die Erwachsenen. Ich bin das Kind. Du bist doch diejenige, die Miranda widerspricht. Du kannst Verantwortung nicht mal tragen, wenn sie an deinen Hammer geschweißt wäre. Werd doch größer. Wäre. Vielleicht ist irgendwann Platz für dein Ego. Hey, darf ich vielleicht auch mal was sagen? Ja, macht euch alle fertig. Schweigt! Meine Entscheidung gilt. Es wird nicht diskutiert. Vergesst nicht, wer ihr seid. Ich danke dir, Mutter. Also diese Miranda... Und Gentlemen, okay, lass mal ihn mal erzählen. Danke für eure Geduld. Mögen die Spiele beginnen! Bin gespannt, was du hörst, Ethan Winters. Los geht's! Nein! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Los, spring! Verfluchter Mist! Gut so. Lauf um dein Leben! Ja, lauf um dein Leben! Na toll, dass da Untersuchung steht. Weiter so, Ethan. Oh, shit. Oh, kommt der Yeti auch noch an. Oh, ich kann nichts machen, ne? Ja, ich habe auch was auf dem Kasten. Shit! Beachtlich. Ja, die los. Geschichten über dich sind also wahr. Ja. Oh, du dachtest doch nicht, ich lass dich gehen. Hätte ich ja mal gleich drauf kommen können. Donner und Moreau wollen unterhalten werden. Ach, warte mal, halt, das ist ja hier. Wird es Zeit für das blutige knapp. Finale dieser großartigen Show. Geht doch nichts über frisches Hackfleisch. Boah, da juckt mir aber gleich die Nase. Oh, wir haben es geschafft. Und wir haben die Hände wieder frei. Warte, haben die vielleicht Rose? Super. Oh, diese Stille, wie ich die genieße. Es war eben eine Hektik. Kohlenmunition, so. Wir haben Gott sei Dank noch alles. So, Gesundheit sieht auch gut aus. Wir schauen mal, ob wir noch was herstellen können. Leider nicht. Munition konnte man noch herstellen. Ich habe mir überlegen, nehmen wir das Gewehr. Okay, da haben wir 5 Schuss. Ja. Vielleicht auch ein bisschen Verschwendung, aber... Oh. Geht doch gleich wieder was los, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier so ruhig bleibt. Auf jeden Fall sind hier einige schon gestorben. Komm bloß raus hier. Ah, alles klar, hier sind wir reingekommen. Das ist ja cool. Das ist übrigens hier ja die Tür, wo ich vorhin rein wollte, wo ich dachte, ich habe was verpasst.
Okay, dann hätte ich die auch gar nicht öffnen können. Ja, die machen natürlich im Schloss jetzt Jagd auf mich, denke ich mal. Mich wundert, hier gibt es nichts mehr zum Einsammeln. Oh, wir kommen wieder raus. So viel Vogelscheuchen, sehr schön. Die hatten die ja schon, die fand ich schon immer unheimlich, Vogelscheuchen. Man denkt immer so, hier könnte irgendwo was an der Ecke liegen, was man so einsammelt, aber keine Chance. Sie haben echt nichts gegönnt. Ich habe auf dich gewartet, Ethan. Oh, Winters. Alter. Sie das ist doch der, Namen? Der mein Schulbuch geklaut hat. Der ihn noch nicht kennt. Ein Held auf der Suche nach seiner Tochter. Und dieses Schloss ist doch sehr verdächtig, nicht? Ja, sie aber auch. Ich bin nur ein einfacher Kaufmann. Hier? Bitte verzeih mir. Nenn mich Duke. Nun zum Geschäft. Waffen, Munition, oh, Heilmittel. Mein bester Freund. Ich habe alles, was man so braucht. Natürlich, Shop öffnen. Ja, heute habe ich etwas ganz Besonderes. Waren gut, Ankauf. Alles hat seinen Preis. Ne, zum Verkaufen haben wir eigentlich nichts. Doch, warte mal. Kristallfragment könnten wir verkaufen, ne? Haben wir auch nur eins von Pistolenmunition. Die können wir nicht, wollen wir nicht verkaufen. Die verkaufen wir auch nicht. Verkaufen wir auch nicht. Mine auch nicht. Okay. Jo. Ah! Was ist denn da? Schwere Zeiten, Ethan? Ja, sehr schwere Zeiten. Okay. Er hat eine Werkstatt. Beim View können sie gegen Lei ihre Waffen modifizieren. Ich habe 3100 Lei. Mit der Lei, Lei wie Lüge. So. Was? 6000, 3000, 2500? Wählen Sie eine Waffe, die Sie modifizieren möchten. Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde am liebsten beide modifizieren. Und natürlich, wäre mir es auch ganz lieb, wenn ich jetzt das Gewehr modifizieren kann. Aber ich glaube, die Pistole, weil ich habe nur 3100 Lei. Nummer 1, Feuerrate. Ja. Modifizieren. Hm. 100 Lei habe ich noch, also mehr können wir nicht machen. Das war's. Ja. Wählen Sie eine Waffe, die Sie modifizieren können. Ich muss zurück. Ich habe gerade aufgestockt. Kriege ich denn bei dir irgendwas für 100? Ja, irgendwie eine bunte Tüte oder so. Mit 200 kriege ich das. 3000, 4000. Objekt kaufen, ja. Wusste ich doch, dass dich das interessieren würde. Was ist das eigentlich hier? Warte mal. Desinfektion? Eine interessante Wahl. Ja, aber das ist ja geil. Ich kaufe und kaufe und habe nur 100 Lei. Sehr heftig. Geht das, dass ich das jetzt alles kaufen kann? Nee, die konnte ich jetzt nicht mehr kaufen. Ah, mit etwas mehr Geld... Nee, okay, jetzt macht Sinn. Also wir haben jetzt 100 Lei. Auch geil, ausverkauft, ja, hurra. So, wir haben aber jetzt nichts mehr, was wir noch kaufen können. Gehen wir mal raus. Bis nächstes Mal. Okay, dankeschön. Finde ich aber eine sehr geile Idee in dem Game. Man darf über die Story nicht so ganz so nachdenken, aber... Ach, schon irgendwie... Jetzt gucken wir doch mal, ob wir irgendwas herstellen können. Nee, da fehlt noch was. Okay.
glaube, ich behalte erstmal die Pistole. Und jetzt geht's wieder rein ins Schloss, ne? Hurra! Heftig, heftig. Boah, schöne Tür. Ah, dass er da freiwillig nochmal reingeht. Oh, schönes Ding, natürlich. Da würde ich auch freiwillig reingehen. Da würde ich auch freiwillig einziehen, wenn ich dürfte. Könnte Rose hier sein? Schloss Dimitrescu. Januar, Rednick-Lieferung, ein Mann, drei Frauen, 28 Miranda, Treff mit Lady Dimitrescu. Februar, der Duke, Geschäftsgespräch. Ich kann das Schwarzpulver hier nicht einsammeln. Wird mir nicht angezeigt, aber es liegt hier auf einem Fall drin, warte mal. Ah, okay, so. Hier habe ich aber auch einen Schuss aus der Schrotflinte verschwendet. Drei Töchter, Bella, Cassandra und Daniela. Die sehen ja noch relativ freundlich aus. Die passen gar nicht so richtig zum Schloss. Von der anderen Seite verschlossen, mal gut, dass nicht jede Tür auf ist. Könnte ich mir den Weg wieder nicht merken. Okay, wir haben ja die Möglichkeit, Karte zu nehmen. Wir nehmen mal das Messer, um irgendwie die Vitrine zu zerstören. Aber da gibt es nichts zum Einsammeln. Ah, Kraut, sehr gut. Können wir jetzt was herstellen? Ich bin ja so ein Herstellungsfreak geworden. Ja, Arzneimittel. Sehr gut. Ja, das ist auch grün. Das könnten wir auch eigentlich mal pflücken. Oh, naja. Lande. Ist aber schon ein sehr schickes Schloss, muss man echt sagen. Also, Hut ab an die Zeichner. Sieht angenehm aus. Ich komme wir eben nochmal. Dicke Waffe. Oh, da rumgeschrien. Da hätte ich schon fast wieder übersehen, ne? Wäre ich gerade ausgelaufen. Dann wäre es das gewesen. Oh, wir können speichern. Sehr geil. Das ist ja sehr geil. Untersuchen, Familienfoto. Okay, das heißt, da müssen wir irgendwas einsetzen. Gucken, was steht denn da Schönes? Oh, Northtines Labyrinth. Northtine, ein Handwerker des späten 19. Jahrhunderts, wurde in seinem Heimatland als Ketzer gebrandmarkt. Er wanderte umher, bis er sich in einem abgelegten Dorf niederließ. Dort schuf er viel Kugellabyrinthe, das Schloss, das Haus auf dem Hügel, das Wasserrad und den eisernen Turm. Kurz nach ihrer Fertigstellung hielt er sich eine Waffe an die Schläfe und nahm sich das Leben. Ah, das ist natürlich nicht schön. Jedes Labyrinth ist einzigartig und funktioniert nur mit der jeweiligen speziellen gefertigten Metallkugel. Ah, das heißt, wir brauchen da eine Metallkugel. Die Labyrinthe enthalten kristalline Überreste, bei denen es sich um die menschlichen Überbleibsel von Northtines vier geliebten Frauen handeln soll. Die Labyrinthe sind ihre Gräber. Eine sehr schöne Geschichte. Bin beeindruckt. Warum, hier ist doch eine Treppe, warum geht er da nicht hoch? Will er nicht, weil er stur ist. So, hier sind Bodenplatten. Finde der vier... Ist ja schon wieder ganz schnell weg. Finde der vier Engel Antlitz oder so ähnlich. Suchst du nach Rose? Oh oh. Oh, dass er sich immer so erniedrigen lässt, ey. Männliches Blut. Ich geb dir gleich männliches Blut. Ha 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 ha!
Mutter, ich bringe frische Beute. Ihr seid so gut zu mir, Mädchen. Ach, da ist sie ja wieder. Unsere scharfe Lady. Ah, gut. Dann zeigt mal her. Ach, sieh an, Ethan Winters. Bist den kindischen Spielen meines Bruders entkommen, hm? Dann zeig mal, was du zu bieten hast. Ja, Mutter. Ja, Mutter. Mich ärgert mich schon wieder, weil ein Mensch, der hat noch eine... Ja, wir haben doch eine Knarre. Warum haben wir denn nicht gleich gleich geschossen? Der war schon wieder so beeindruckt. Schon etwas abgestanden. Dann lasst ihn uns gleich verspeisen, Mutter. Ich war es, die ihn geschnappt hat. Na, na, Mädchen. Nein, ich war das. Erst informiere ich Mutter Miranda. Aber später... Später bekommt jede ihren Anteil. Zieht ihn hoch. Boah, das erinnert mich ein bisschen an Bram Stokers Dracula. Dann wirst du jetzt gefesselt und dann... dann ausgeblutet und dann... Pass besser auf, was du sagst, Ethan Winters. Ich fand die ja am Anfang ganz nett, die Lady, aber jetzt nicht mehr. Aussehen ist nicht alles, Charakter zählt auch. So, von alleine komme ich da nicht runter. Ich bin mal gespannt, wer mich rettet. Mann, unglaublich. Die stehen vor ihm, er hat die Schrotflinte und was machen wir? Ah, Mann, ey. Ethan, was ist mit dir los? Da haben wir Feuer. Mal langsam um. Nach oben gucken. Okay. Alter, oh, das ist, da ist ja ein Piercing gar nichts gegen. Unangenehm, würde ich sagen. Das ist ja... Ja, das hättest du dir alles ersparen können, Vogel, wenn du gleich geschossen hättest. Die sind doch völlig krank. Ja, gesund sind die auf jeden Fall nicht. War sehr schön, dass da gleich das Arzneimittel rumlag. So. Aber auch hier, scheißegal. Erstmal gucken. Ein Weinglas. Okay. Brauchen wir wahrscheinlich, um irgendein Rätsel aufzudecken. Ich glaube nicht, dass wir hier durch die normale Tür durchkommen, oder? Irgendwas im Raum, was interessant ist oder so. Aber was ich ganz cool finde, wenn man jetzt mal guckt, wir haben zweimal immer noch Arzneimittel. Ja, okay, wir scheinen hier wirklich raus müssen. Oh, das sieht ja auch lecker aus, ne? Oh, ne, okay, nicht mehr. Ich habe das Schwarze, den Schimmel eben nicht gesehen, ne? Oh. Ah, eine Schublade. Dietrich. Oh, cool. Das hat sich ja gelohnt. War ja immer mit seiner Mine. Okay, 5 Schuss hat man dann auch nur. Aber ist schon ganz geil, ne? Also, was ist denn das hier? Okay, da können wir wahrscheinlich dann rauskrabbeln. Bevor wir das machen. Gucken wir nochmal, ob wir noch was finden. Von der anderen Seite verschlossen, das ist gut. Gehen wir hier mal rein. Schade, ich hätte eigentlich immer noch mehr eingesammelt, aber ich glaube, wir haben das Maximale bis jetzt erreicht. Ich hoffe, dass wir nochmal zu dem Typen mit dem Shop kommen, ey. Ja, aber ich glaube, wir sammeln hier auch keine Kohle mehr ein. Das
ist eigentlich... Ah, kann ich sogar zerstören. Okay, gut. Also es steht da nicht unbedingt, sondern... rostige Reste. Beiseite schieben? Nee. Also sobald ich eine Vase sehe, kann ich irgendwas zerstören. Das ist mal gut. Sieht doch aus, als wenn das eine Drehtür ist, ne? Man doch hier irgendwie eine Statue, die sich dreht, und dann kommen wir hier wahrscheinlich raus. So, und dann gucken wir mal, wo es hier lang geht. Nee, da geht es nicht lang. Zurück wäre ja auch Blödsinn. Müssen wir hier irgendwas an der Statue machen. Eine Art Verkabelung, aber da zeigt er nichts an. An der Statue selber. Na, zeig dich, schöne Frau. Auch nichts. Auch nichts. Das Aufkratzen hier. Ich habe schon wieder viel zu viel Fantasie. Die Lösung ist wahrscheinlich viel einfacher. Es muss ja auf jeden Fall weitergehen. Ja, das Ding dreht sich doch. Ah, alles klar. Ich habe auch die ganze Zeit gehockt. Ah, okay. Der Ring mit rostrotem Auge. Ah, siehst du, sag ich doch. Das ist so eine Drehtür. Hat man auch eindeutig gesehen. Hm. Läuft dich immer durch? Eine Schubladen. Ritterrüstung können wir nicht kaputt machen. Ah, hier liegt noch was. Ein Kristallfragment, das gibt wieder Kohle. Ich komme ja nochmal zu unserem dicken Shophändler. Wo haben Sie Rose hingebracht? Okay. 1, 2. Ring mit rotem Auge, aber ich glaube, der Ring gehört da nicht hin. Nee. Irgendwas läuft auch hier rum. So, da geht's nach oben. Auf, das Messer ist mir irgendwie zu unsicher. Finde die vier Engel Antlitz und du... Okay. So, jetzt können wir nach oben... aber auch hier lang. Ach, das ist er wieder. So sieht man sich wieder. Duke, habe ich doch von ihm gesprochen. Was machen Sie hier? Wenn es was zu verdienen gibt. Und, hast du deine Tochter gefunden? Nein. Wenn sie wirklich hier ist, hält die Herrin des Hauses sie doch sicher in ihren privaten Gemächern fest. Denkst du nicht? Dimitrescu? Genau die. Sieh dich doch mal dort um. Vielleicht hast du Glück. Apropos umsehen. Brauchst du irgendwas? Ja, auf jeden Fall. Pass auf, aber gerne. So, wir haben immer noch 100 Lei, das ist klar. Oder ihr Bein. Das hat ein alter Freund von mir immer gesagt. Genau. Wie heißt es doch so schön? Klein Vieh macht auch Mist. Wir können das Weinglas sogar verkaufen. Das ist ja mehr gut. Okay, das brauchen wir alles. Ja. Alter, wie die aussieht, ne Lemmy, ey. Das ist ja. So 5600 Lei. Hm. Okay, Arznei machen wir später. Wir gucken. Beachte mich gar nicht. Können wir damit was anfangen? Nachladegeschwindigkeit. Überlass das mir. 1600 haben wir noch. Hier gibt es nichts für das Geld. Kaufen wir nochmal. Gerne. Noch etwas? Ja, Munition auf jeden Fall. Das war's. Warum steht hier eigentlich 0? Weil er 0 hat oder wie? Waren gut gekauft. Ist halb gewonnen. Ja, auf jeden Fall.
Im Einkauf liegt der Segen. Danke für deine Treue. Cooler Händler, ey, dass der da mal so einfach so rumsitzt. So. Sehr schön. Okay. Kann hier nicht verwendet werden. Okay. Ja, Freunde, ich würde aber sagen, wir machen an dieser Stelle erstmal Schluss, ne? Können ja noch mal kurz nach oben gucken. Ich weiß nicht, ob das klug ist. Wir können es ja mal versuchen, aber... hier gehen wir mal wieder aufs Messer. Findet man nichts. Ja, hier jede Ecke absuchen. Auch nichts. Ah, sehr gut. Wer hustet denn hier rum? Hat hier nicht einer eben drum gehustet? Das war doch nicht ich. War doch irgendein anderer Typ, oder? Okay, das ist schon mal gut, weil ich liebe das, wenn... Das wäre nämlich... Warte mal, da liegt irgendwas. Untersuchen. Mal die Mine weg. Ich würde das nämlich scheiße finden, wenn man jede Tür öffnen kann. Ich würde es ja einen Knall kriegen. Da ist Blut drin. Das untersuchen, aber ich finde jetzt kein Auge oder irgendwas. Nee. Okay, wir zoomen mal ran. Ich meine, wenn du so eine Tasse untersuchen kannst, dann musst du da auch irgendwas finden oder so, ne? Ich meine, okay, da ist Blut drin. Nee. Können wir die dann zerstören mit dem Messer? Oh, er will mal gleich die Mine ziehen hier. Ja. Okay, dann gehen wir zurück. Geh nochmal an den Speicherpunkt. Und da kamen wir. Und hier nochmal. Jo, genau. Und dann. Zack, nochmal gespeichert. Super. Ja, war eine geile Runde. Hat richtig Spaß gemacht. Freunde, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, für euren Support. Lasst mal ein bisschen Liebe da auf dem Kanal. Abo nicht vergessen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in einem der nächsten Videos. Wir werden es weiterspielen, weiter suchten. Aber ich muss jetzt auch noch mal ein bisschen was snacken und eine kleine Pause machen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.